Und Komponisten. Deswegen habe ich jetzt auch einen Wackeldackel in der Hand, weil genau. So weit ist es gekommen. Und da liegt das natürlich so ein bisschen näher, auch wenn du jetzt weit weniger singst als früher und mehr moderierst. Okay. Ich lasse mich ja nicht singen hier übrigens. Was? Wenn du, ja, du kannst gerne mal singen. Ich bin ja von hier Sängerin. Okay, nein, Quatsch, hör auf. Nein. Ja. Aber jetzt kommen wir zu diesem überaus charmanten jungen Herren. Die sind ganz, ganz süß und vor allem nicht nur süß, das ist ja kein Kompliment. Die sind hochgradig musikalisch und machen richtig tolle Musik. Und man sagt nicht mehr Unplugged, hat mir Jürgen erklärt. Nee, man sagt jetzt Akustik. Akustik ist im Grunde das, was früher noch Unplugged war. Also ist auch mit Strom, aber leiser. Und die Songs klingen halt ein bisschen anders und auch eine andere Musikalität drin. Und ich denke, das ist für den Sommergarten, für das Antenne Café genau das Richtige. Und die haben einen interessanten Namen, nämlich die heißen Consin. Consin, das habe ich ehrlich gesagt, ich könnte jetzt sagen, was es bedeutet, und ich habe auch gefragt, was heißt das? Kommt aus dem Lateinischen und bedeutet miteinander musizieren. Passt also wie die Faust aufs Auge. Interessanter Titel, Bandname Consin. Du hattest auch mal eine Band, eine eigene. Ja, die hieß aber nicht, leider hatten wir so einen schönen Namen nicht, die hieß Schwamm. Schwamm? Ja, weil wir alles ausgesaugt haben. So, nicht schwammig, nicht. Es war dann nur durchaus schwammig, ja. Aber wir hatten es anders angedacht. Uns gab es ungefähr ein Schulkonzert lang. Ja? Ich habe von Nena Fragezeichen gesungen. Und danach war das vorbei mit der Gruppe Schwamm. Zu viel Fragezeichen. Viele Jahre später dann als SpongeBob weltberühmt geworden, die Gruppe Schwamm. Okay, also Consin aus Berlin machen einen sehr interessanten Pop-Rock und haben ein paar Songs, alle Songs selbst natürlich ihre eigenen, singen Englisch und wir werden das jetzt einfach hören. Wir freuen uns riesig, danach verraten wir Ihnen natürlich, wer heute noch alles zu Gast ist, außer des Wackeldackels Jürgen und mir. Okay, also viel Spaß. Viel Spaß. Dann lasst die Musiker von der Kette, hier sind Consin. Guten Tag, Sommergarten der IFA, wir sind Consin aus Berlin. Vielen, vielen Dank für die tolle Anmoderation. Schön, euch alle zu sehen. Schön voll. Hallo. So, die Inka hat super beschrieben. Wer Lust hat zu tanzen, darf natürlich. Ansonsten servieren wir jetzt ein paar schöne Sommerrock-Songs auf Akustik. Viel Spaß damit. Danke fürs Zuhören. So weit ist es gekommen. Und da liegt das natürlich so ein bisschen näher, auch wenn du jetzt weit weniger singst als früher und mehr moderierst. Okay. Ich lasse mich ja nicht singen hier übrigens.
Was? Wenn du, du kannst gerne mal singen. Ich bin der ja neue von Album. Sängerin. Okay, mach dann. Quatsch, hör auf. Nein. Aber jetzt kommen wir zu diesem überaus charmanten jungen Herren. Die sind ganz, ganz süß und vor allem nicht nur süß, das ist ja kein Kompliment. Die sind hochgradig musikalisch und machen richtig tolle Musik. Und man sagt nicht mehr Unplugged, hat mir Jürgen erklärt. Nee, man sagt jetzt Akustik. Akustik ist im Grunde das, was früher noch Unplugged war. Also ist auch mit Strom, aber leiser. Und die Songs klingen halt ein bisschen anders und auch eine andere Musikalität drin. Und ich denke, das ist für den Sommergarten, für das Antenne Café genau das Richtige. Und die haben einen interessanten Namen, nämlich die heißen Consin. Consin, was bedeutet das? Das habe ich ehrlich gesagt, ich könnte jetzt sagen, was es bedeutet. Und ich habe auch gefragt, was heißt das? Kommt aus dem Lateinischen und bedeutet miteinander musizieren. Passt also wie die Faust aufs Auge. Interessanter Titel, Bandname Consin. Du hattest auch mal eine Band, eine eigene. Ja, die hieß aber nicht, leider hatten wir so einen schönen Namen nicht, die hieß Schwamm. Schwamm? Ja, weil wir alles schwammig ausgesaugt haben. So, nee, schwammig nicht, es war dann nur durchaus schwammig, ja. Aber wir hatten es anders angedacht. Uns gab es ungefähr ein Schulkonzert lang. Ja. Ich habe von Nena Fragezeichen gesungen und danach... war das vorbei mit der Gruppe Schwamm? Zu viel Fragezeichen. Viele Jahre später dann als SpongeBob weltberühmt geworden, die Gruppe Schwamm. Okay, also Consin aus Berlin machen einen sehr interessanten Pop-Rock und haben ein paar Songs, alle Songs selbst natürlich ihre eigenen, singen Englisch und wir werden das jetzt einfach hören. Wir freuen uns riesig, danach verraten wir Ihnen natürlich, wer heute noch alles zu Gast ist, außer des Wackeldackels Jürgen und mir. Okay, also viel Spaß. Viel Spaß. Da ist die Musiker von der Kette, hier sind Consin. Guten Tag, Sommergarten der IFA, wir sind Consin aus Berlin. Vielen, vielen Dank für die tolle Anmoderation. Schön, euch alle zu sehen. Schön voll. Hallo. So, die Inka hat super beschrieben. Wer Lust hat zu tanzen, darf natürlich. Ansonsten serviert ihr jetzt ein paar schöne Sommerrock-Songs auf Akustik. Viel Spaß damit. Danke fürs Zuhören. Came we had it breaking down.
vielen Dank. So, jetzt kommt unser Lied in der Fußball-League, und wir haben ihn wie Love You. Das war während der EM auf Platz 1 gewesen. Das kennt ihr bestimmt alle oder andere, sonst könnt ihr unter Love You in Monty googelt, dann habt ihr es. Und wir haben noch neue Veröffentlichung, digital, LP ist vor 3 Tagen raus von uns, unter Love You Monty. Komplette Reisung mit 11 Lieder, 8 deutsche und 3 indische. Alles auf indische Musik. Etwas ganz Neues. Hey! Integration geschrieben, dass das wir alle in Deutschland sehr gut sich unter sich integrieren und das wird auch viel geschrieben. Wir sind Deutschland. Oh,
Fantastisch. Sehr schön, wunderbar. Das ist das Schöne hier im IFA Sommergarten, dass wir eine ganz unterschiedliche Musik haben, dass fast jeder auf seinen musikalischen Geschmack kommt und dass wir so tolle Stars dabei haben und dass wir präsentieren können. Das waren jetzt 4 Songs mit Joanna Zimmer, die übrigens jetzt kurz noch in die Garderobe geht und nachher noch einmal kommen wird, um ein Album zu signieren. Wer also ein Album in Erinnerung mitnehmen möchte, das wird also auch noch hier möglich sein heute bei uns. Und wir hier beide stehen ja auch für die unterschiedliche Musik. Wir haben einen kleinen, älteren Moderatorin und eine große, jüngere Moderatorin. Also für die ganze Bandbreite, ja? Ach, das ist ja gut, das ist fast 30 Jahre her. Das ist doch schon so viel. Ja, es ist
Oh Germany, we love you. 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 Chakma! You know, what was the Chakma say? Chakma is, you know, the pop of the party. Pop of the party, pop of the music, the fans, lots of me. I'm a whole class of the party on Chakma. Weil ich habe immer wieder von euren Lieder in der Frau und Fälle. Ho! Super, das ist das. Chakma! Das macht ihr sehr gut. Ja, wir wollen alle dafür machen, das ist kein Problem. Ja. Und das, wir freuen uns auch, was habt ihr jetzt auf den Markt gebracht? Ja, erstmal will ich ganz, erstmal will ich ein Lied singen, also zwei, ein bisschen, was uns auf den Markt wirklich gebracht hat, was mein Bruder erste Lied geschrieben hat. Und das ist so fantastisch. Wenn du jemand von Herzen liebst, wenn du jemand von Herzen liebst, dann genießt das alles, was er gibt. Wenn du jemand von Herzen liebst, wenn du jemand von Herzen liebst, dann genießt das alles, was er gibt. So, vielen Dank, dass du heute Zeit genommen hast, es hat Spaß gemacht. Und was habt ihr jetzt auf den Markt gebracht? Ja, jetzt ist der komplette Album mit 11 Liedern seit vorgestern Abend über Ember Music. Ja. Ja, Bollywood-Musik in Tokio und habe ich mir gesehen drin und das ist eine Fox-Sache. Ja? Und das kann ja zum Beispiel ein Demo machen, wenn ihr nicht weg seid. Dann machen wir einer hier. Wenn du jemanden von Herzen liebst, wenn du jemanden von Herzen liebst, dann genießt das alles, was dir gibt. Chakma! Dankeschön! Wie nennt ihr euch denn das Thema so? Wie heißt ihr denn? Also Lovely Bango und Monty Bango. Wir sind Monty Bango und Lovely Bango. Aber Lovely und Monty. Also Lovely and Monty. Kann man ja. Seit drei Tagen ist das LP veröffentlicht. Lovely und Monty. Wenn du jemand von Herzen liebst, das ist unsere erste Team. Das ist die erste Single, wenn du jemand von Herzen liebst. Lovely and Monty auf iTunes und bei der Radio 1. Ja. Oder am Telefonbuch eher vielleicht. Könnte sein. Also die Kinder schon unser Zeit. Die Frage ist, dass der Digitalveröffentlichung von 11 Lieder, also LP, 8 deutsche Lieder, aber alles mit indischer Musik und 3 Punjabi Lieder, wenn sie einer oder andere Original holen will. Und Punjabi Lieder sind auch mit indischer Musik, davon abgesehen. Ne? Die hat heute Punjabi. Die nagelneue, lustige Lieder finden. Okay. Wie viel Nase neue lustige Lieder? Also, gibt es dem Jörg viel was? Also, vielen Dank, ihr Lieben, Dankeschön. Entschuldigung, das bin ich. Übrigens, ein Satz zu das Namen, habe ich gerade mit Jörg geredet, der war vor 2 Wochen mit Nikolaisal in Potsdam, hat seine Filmmusik dort gespielt, also Slumdog Millionär. Und als der reinkam, haben ihm erstmal alle indischen Musiker, die aus Chennai, Madras kamen, Füße berührt, Schulter berührt, Kopf berührt. Und man hat mir erklärt, das ist in Indien so ein Brauch, wenn jemand fast eine gottähnliche Person ist. Also der wird in Indien gefeiert wie ein Gott, das kann man sich nicht. So, dass du das Segen nimmst. Ja, so, ja. Und wenn ich jetzt großen Respekt für Jörg habe, würde ich auch gewohnt, wenn man mit so roten Schuhen berühren kann. Also Respekt gegen der Talent, ja? Oder Schnürsenkel. Das ist eine religiöse Sache. Das ist Respekt gegenüber Talent. Und dabei sollen alte Leute küssen wir die Füße, weil die haben uns das Leben gemacht. Ja, aber in jede Richtung, in jeder Richtung ist Talent Respekt. Und Rahman, zwei Ausdruck gewonnen, zwei Grammys. Ja, also die Liedpreise also ganz groß. Und auch wenn eine Künstler, zum Beispiel Sänger oder ein Künstler auf die Bühne kommt, bevor er zur Bühne kommt, ja. Dann macht okay. Damit der Bühne soll ihm gesegnen und Glück bringen. Genau. Also weil ich bei uns in der Religion, ja. Katholische Kirche oder so, Spieler bekreuzt, Fußballspieler, die sich manchmal bekreuzt in den Senat. Super, das war ein interessanter Einblick von euch. Vielen Dank. Was war gerade für ihn? Und Nancy. Was hat er für sonst erwartet? Na ja. Vielen Dank. Deutsche Musik auf traditionelle, deutsche Texte auf traditionelle indische Musik. Vielen Dank. Na ja, also ich kann mir vorstellen, dass als ein
Anlage bei Radio 1 und jene Art mal vorzustellen, so was mal zu machen, was die traditionelle indische Musik, deutsche Texte sind schon so abgefahren. Das werden einige Hörer gerne. Also mich gerade erinnern an Senior Coconut, ja. der Kraftwerk, hast du vielleicht gehört, der Kraftwerkmusik mit Latino-Rhythmen unterlegt hat. Ziemlich deutsch, aber ich bin ein großer Freund von dieser Bollywood-Musik, weil ich meine, in Indien war und in Bollywood-Film im Kino gesehen habe, wie die Kinder in den Stall gehen. Also wenn ist unfassbar laut. Ich kann das Ding wirklich, wenn ich drauf rausgehe. Aber dann gibt es eine Pause, weil Leute Grüße und Cola kaufen.